Ja, was nimmt man zum Arbeiten? Beobachtung, Fantasie, Werkzeuge. Aber um Gottes Willen, die Kettensäge ist ein ganz banales Werkzeug. Ja, was will man sonst machen? Der simple Vorgang, Stahl schneidet in Holz. Holz duftet. Holz hört man, Holz kann man immer spüren. Also das ist ein Körper für sich. Das sind jetzt inzwischen 7 Jahre, ja, dass wir uns gegenseitig am Leben halten. Mein Atelier auf dem Land und ich. Ja, eigentlich habe ich Kunst entdeckt als staunender kleiner Kulissenschieber. An vielen Theatern, dort passiert ja so viel, selbst bei dieser banalen Tätigkeit als Bühnentechniker, lernt man Leute kennen, also die man sein Leben lang immer wieder trifft und braucht. Es gibt auch jede Menge Erfindungen, die wichtig sind. Also ich habe zum Beispiel, jeder hat so seine Lieblingserfindungen, wo er sagt, also die sind undenkbar. Also wenn die weg wären, wäre das Leben nicht mehr schön. Für mich ist das zum Beispiel das Mountainbike, die Kettensäge und ganz großartig der Korkenzieher. Arbeiten ist eine Lebensform, die teuer ist, zeitaufwendig, da bleibt nichts anderes übrig. Also 7 Tage in der Woche und wenn es geht, auch in Gedanken, jede Stunde dranbleiben. Ohne Krankengeld, ohne krank sein, Urlaub ist eigentlich Arbeit, Arbeit ist Urlaub. Und insgesamt ist es schon wirklich Glück. Nach 7 Jahren freischaffend gibt es keine Prognose auf die nächsten 7 Jahre, vielleicht auf die nächste Woche, auf den nächsten Monat oder sowas. Kommt immer auf die Menschen an, die man trifft, begeistern kann oder sogar dazu bringen, dass sie ihr sauer verdientes Geld für diesen Luxus ausgeben. Also Kunst ist ja Luxus.